Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren hier und die im World Wide Web. Moin Hamburg, eine Stadt, die mir was sagt und die mir bedeutet. Eine Anekdote vielleicht doch noch, auch wenn ich mich streng an den Text halten sollte, um in der gefassten Zeit zu bleiben. Bei der millionsten Flüchtlingsgeschichte musste ich dran denken, wie das mit dem millionsten Gastarbeiter war, der ein Motorrad geschenkt bekam und dem eine Kapelle aufspielte: Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er auf Reisen. Und die Anekdote, die es dazu gibt, aus künstlerischer Sicht, ist ein Kurzfilm, den ein junger begabter Kollege gedreht hat. Der Friseur heißt er, ein türkischer Friseur und ein portugiesischer Gastarbeiter, beide auf dem Weg zur Gastarbeit nach Deutschland, unterhalten sich im Zug. Der Türke ist fleißig dabei, Deutsch zu lernen, vor allem seinen Beruf. Ein Friseur, der Friseur, ich bin ein Friseur. Und angekommen am Bahnhof, von Kapellen erwartet, steigt als erstes tatsächlich der Türke aus, wird vom ersten Bürgermeister wahrscheinlich gefragt, ob er denn Gastarbeiter ist, und er sagt, nee, Friseur. Dann wird er weiter gewinkt, dann kommt der Portugieser, wird er gefragt, sind Sie Gastarbeiter, sagt er ja, und es wird aufgespielt und er bekommt das Motorrad. Also Augen auf, wenn Sie qualifiziert sind und nach Deutschland kommen, auch in heutigen Zeiten. Aber jetzt tatsächlich zu der Fragestellung, wer wird das Volk? Wie verändern sich Gesellschaft und Identität in Deutschland durch die Flüchtlinge? Ich möchte mich zunächst bei den Veranstaltern der Körperstiftung und der Süddeutschen Zeitung bedanken für die Einladung zu dieser Frage, weil sie nicht die nach einem Ob von Zuwanderung stellt, sondern den nötigen Schritt weitergeht. Das Wie wird hier Ihr Thema sein und von vielen Expertinnen bei dieser Konferenz diskutiert werden. Die Fragestellung, zu der ich ein paar einleitende Worte sagen darf, enthält vier Begriffe, über die wir am Gorki-Theater permanent diskutieren, die in Aneignung und Abstoßung, in Neubestimmung und Hinterfragung Grundlage unserer Arbeit sind. Erstens das Volk. Zweitens die Gesellschaft. Drittens Identität. Viertens Veränderung. Erlauben Sie mir also, zu jedem dieser Worte einige sehr persönliche und direkte Gedanken zu formulieren, gegebenenfalls provokativ, jeweils mit Blick darauf, was sie in Deutschland bedeuten und mit Blick darauf, was sie über die Situation Geflüchteter in unserem Land aussagen könnten. Erstens das Volk. Wenn ich mir von mir selber die Auskunft verlange darüber, wer das Volk wird, muss ich mich zunächst fragen, wer das Volk ist. Ich sehe in Deutschland zwei unterschiedliche Bedeutungen des Wortes Volk. Ich beginne mit der für mich positiv konnotierten. Sie formulierte sich in einem kurzen Augenblick der deutschen Geschichte, genauer der Geschichte der DDR. Für ziemlich genau 2 Monate zwischen Mitte September und Mitte November 1989 wurde in der DDR zunächst zaghaft von wenigen Mutigen, dann lauthals von vielen Millionen Demonstranten der Ruf »Wir sind das Volk« laut. Volk bedeutete hier, wir sind die Menschen, die ihr, die Regierenden, regiert, deren Schicksal von euch veruntreut wurde. Wir sind die Summe der in diesem Land Lebenden. Bertolt Brecht hatte in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, viele Jahre zuvor natürlich, das Wort Bevölkerung zu benutzen, um Missverständnissen vorzubeugen. Und das scheint mir auch richtig. Ich kann als Theaterfrau allerdings auch verstehen, und so ging es ihm sicherlich auch, dass sich Wir sind die Bevölkerung nicht so gut als Chortext eignet wie die Kurzform Wir sind das Volk. Eine Bevölkerung brachte sich damit in Erinnerung, eine Bevölkerung, die von ihren Mächtigen vergessen worden war und die diesen Zustand nicht mehr akzeptieren wollte. Wenn Bevölkerung im Sinne der in Deutschland lebenden Stimmen gemeint ist, im Sinne des Demos, der sich permanent verändernden Summe derer, die hier leben, dann fühle ich mich ganz klar als ein Teil dieses Bevölkerungsvolkes.
Ich mache in Berlin Theater für dieses Volk, für alle, die in dieser Stadt leben, unabhängig von ihrem juristischen Status, unabhängig von ihrem Pass, unabhängig von ihrer Lebensweise. Wer ist diese Bevölkerung, zu der und mit der wir sprechen? Spricht sie Deutsch? Ja, aber nicht nur. Sie spricht Arabisch, Englisch, Türkisch, Kurdisch, Hebräisch, Russisch und Farsi zum Beispiel. Aber Verständigung, auch über komplexe Inhalte, scheitert nie an Sprachkenntnissen, sondern immer am Mangel an Kommunikationsräumen, die sich öffnen. Wenn wir am Theater diesen Begriff von Volk als den von Bevölkerung stark machen, dann im Wissen darum, dass wir damit eine Utopie formulieren. Ein Theater ist in diesem Sinne ein utopischer Raum, nichts Bleibendes, ein flüchtiges Fenster in die Welt, die im Widerspruch zu einer politischen Wirklichkeit steht und diesen Widerspruch auch explizit sucht. Der Widerspruch beginnt da sichtbar zu werden, wenn die Schauspielerin aus Jenin am Tag nach einer ausverkauften und gefeierten Premiere von The Situation um 7.30 Uhr auf der Ausländerbehörde sitzt, eine Nummer zieht und nach Stunden in einem Büro ankommt, dann ist sie nämlich nicht mehr das Volk, das sie am Abend noch war, dann ist sie allein, ohne Intendantin und Publikum, dann ist sie das, was das Aufenthaltsgesetz der Ausländer nennt. Und dann muss sie bangen. Wie lange werde ich als Bevölkerung geduldet? Weitere 3 Monate oder sogar 6 Monate? Dann muss sie Deutschkurs, Integrationskurs, Arbeitserlaubnis und so weiter vorweisen. Dann wird sie Glück haben, weil sie zufällig am Theater engagiert ist und ihre Bleibeperspektive nicht ganz so aussichtslos ist wie die des kosovarischen Dachdeckers, der vor ihr aus dem Büro gegangen ist. Dann ist sie konfrontiert mit der zweiten Bedeutung des Wortes Volk. Und das ist der unheilvolle Klang, der diesem Wort spätestens seit dem vergangenen Jahrhundert anhängt. Ich denke, ich muss das nicht weiter ausführen. Ich bin in Nürnberg groß geworden und bin damit in die deutsche Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte gewissermaßen hineingewachsen. In diesem Sinne bin ich zu einem Fan des Grundgesetzes geworden, das um die Schwierigkeiten dieses Begriffes wusste und versucht hat, ihn mit dem anderen Verständnis von Volk im Sinne von Demokratie zu vereinbaren. Ich zitiere die Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Verfasser gingen also mit Notwendigkeit vom deutschen Volk aus, wie es sich damals selbst verstand. Also nicht im Sinne von Bevölkerung, sondern im Sinne von der Blutsgemeinschaft, die das Staatsbürgerschaftsrecht von 1913 definiert hatte. Deutscher ist demnach, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Diese wiederum erwirbt man durch Geburt, wenn ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Nun verordnen aber die Verfasser geschickt diesem deutschen Volk einen Lernauftrag. Das vereinte Europa, eine Verantwortung vor Gott und den Menschen, eine Verpflichtung zum Weltfrieden, sollen Maßgabe dieses Volkes sein. An seinem Wesen soll niemand mehr genesen, 1952 Heuss. Stattdessen wird ihm, dem Volk, verfassungsgebende Gewalt verliehen. Das heißt, es wird auf eine demokratische Staatsform verpflichtet. Das deutsche Volk muss sich in diesem Sinne immer wieder Rechenschaft geben, ob es dem Auftrag seiner republikanischen Gründungsväter gerecht wird. Das Aufenthaltsgesetz ist ein dickes Buch. In ihm wird beschrieben, was das Volk jenem Teil der Bevölkerung, der nicht zum Volk gehört, erlaubt oder verbietet.
Es hält viele großzügige und viele kleinbürgerliche Angstparagraphen bereit. Es erzählt aber vor allem von einer großen Unsicherheit darüber, wer aufgenommen werden darf in die Gemeinschaft derer, die im engeren Sinne als Volk verfassungsgebende Gewalt ausüben dürfen. In den vergangenen 60 Jahren ist es in diesem Land nicht gelungen, einen republikanischen Begriff von Volk zu definieren. Stattdessen gibt es ein unübersichtliches Aufenthaltsrecht, das den politischen Konstellationen und Stimmungen ausgeliefert ist. Für Menschen nicht deutscher Herkunft heißt das oft Jahre und Jahrzehnte der Ungewissheit, der Verunsicherung, des Nichtankommens, des Nichtfruchtbarmachens ihres Wissens und Könnens. Es stimmt, was oft gesagt wird. De facto haben wir bereits ein Einwanderungsland und ein Einwanderungsrecht. De facto haben wir uns von Abstammungsideologie gelöst. Aber formuliert, politisch formuliert, ist dies nicht eindeutig. Ein solches Bekenntnis würde ich mir aber dringend wünschen, weil es die Grundlage wäre für das, was Land auf, Land ab als Integration bezeichnet wird. Wenn ich mich integrieren soll, muss ich wissen, in welches System. Volk im engen blutsmäßigen Sinne kann ich nie werden. Aber Teil einer republikanischen politischen Idee, das kann ich und das will ich werden. Einer Idee, die auf Solidarität und Freiheit basiert. Meine Freiheit ist nur so lange gewährt, wie sie sich auf die Solidarität der anderen berufen kann. Die Frage also, wer wird das neue Volk, kann ich Ihnen also sehr leicht beantworten. Das neue Volk ist nämlich schon da. Es entwickelt sich seit über 60 Jahren. Es wartet nur darauf, endlich Volk genannt zu werden und nicht Bürger, Mensch mit Migrationshintergrund, Gastarbeiter oder was uns sonst so gerade einfällt im Zuge der politischen Strömungen. Die Menschen, die zur Stunde Deutschland erreichen, verändern den Begriff des Volkes nur insofern, als dass sie vielleicht den Druck erhöhen, dass sich dieses Land erklärtermaßen von einem ethnisch definierten Begriff von Volk löst. Gleichzeitig wird der Volksbegriff in Deutschland wieder vereinnahmt von Pegida, der AfD und dem rechtsintellektuellen Geraune einer konservativen Revolution. In Verdrehung der Forderung von 89, in Pervertierung der aufrechten Losung des zivilen Ungehorsams, berufen sie sich, leider mit großem Erfolg, auf den alten identitären Volksbegriff und treffen auf eine offizielle Politik, die in vorauseilendem Gehorsam, in peinlicher Angst um Stimmen, dieser diffusen Mischung aus diffusen Ängsten Folge leistet. Ihr Instrument ist das Aufenthaltsgesetz, das auch deshalb so dick ist, weil die, die es betrifft, keinen Einfluss auf seine Gestaltung haben. Ja, in den Anhörungen zu den Gesetzesentwürfen nicht einmal angehört werden. In den letzten Monaten habe ich trotz alledem Hoffnung bekommen, dass weite Teile der Bevölkerung Deutschlands für sich diese Trennung von Volk und Bevölkerung nicht akzeptieren wollen. Der Begriff einer Zivilgesellschaft ist für mich gerade jetzt wieder so richtig zu einem Wort der deutschen Sprache geworden. Ich würde mir wünschen, dass Volk in einer Zukunft in Deutschland einen anderen Klang bekommt. Über dem Bundestag steht, wie Sie wissen, dem deutschen Volke. Es gab den Vorschlag, diesen Spruch auszutauschen in die Bevölkerung, der Bevölkerung. Das ist vielleicht gar nicht nötig. Wichtig ist, dass wir klarstellen, dass wir mit dem Volk Bevölkerung meinen. Die Idee eines modernen republikanischen Staates, der dem Ruf der Verfasser des Grundgesetzes in eine für sie nicht absehbare Zukunft Folge leistet. Die Zuwanderung der letzten Jahrzehnte und in zugespitzter Form der letzten Monate hat den Begriff von Volk verändert, indem sie das deutsche Volk zu einer wahnsinnig offenen Bevölkerung werden ließ. Für die Zukunft erscheint es mir aber entscheidend, dass die Stimmen dieser Bevölkerung politisch gehört werden, dass mit dem Ernstnehmen der Sorgen der Bürger, das Ernstnehmen der Sorgen aller in Deutschland lebenden Menschen gemeint ist. Denn nur so werden auch die jüngst hierher Geflüchteten zu einem gleichberechtigten Teil unserer Gesellschaft werden. Und damit
damit komme ich zum Punkt 2, die Gesellschaft. Dieses Jahr begann, wie Sie alle wissen, unheilvoll mit den Anschlägen auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Im Januar wurden in Paris 12 Menschen ermordet, weil sie als Künstler und Journalisten von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hatten. In der Folge wurden 2 Menschen ermordet, weil sie Polizisten im Dienst waren. Und weitere 4 Menschen starben, nur weil sie Juden waren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir kommt der Ruf »Je suis Charlie«, der im Januar in aller Munde war, vor wie ein Ruf aus einer fernen Zeit, als wären inzwischen viel mehr als ein paar Monate vergangen. Seit den Anschlägen von Paris vor einem Monat ist die Dimension des Getroffenseins noch einmal um ein Vielfaches potenziert worden. Wir fühlen uns angegriffen als Gesellschaft. Ich möchte Sie noch einmal an dieses Bekenntnis »Je suis Charlie« erinnern. Wenn wir es vor fast einem Jahr damit ernst gemeint haben, müssen wir nach Übersetzungen für diesen Satz suchen. Diese Suche ist etwas, was uns als Theatermacher und Künstler mit vielen von Ihnen hier im Raum, seien Sie Aktivistinnen, Politiker, zivilgesellschaftliche Akteure oder Schülerinnen, was ja auch zivilgesellschaftliche Akteure sind, verbindet. Wir haben die Aufgabe, Übersetzungen und Ableitungen zu finden, Worte mit der Wirklichkeit in Kontakt zu bringen. Bei Theodor Heuss, einem der ersten Übersetzer des Grundgesetzes in politische Praxis, findet sich eine solche Übertragung des Satzes »Je suis Charlie«. Demokratie ist nie bequem, sagt Heuss. In einem vom Krieg, Faschismus und Täterschaft geprägten Land wusste er, wovon er sprach. Er wusste, dass Bürger- und Menschenrechte nicht einfach zugestanden, sondern erkämpft und verteidigt werden müssen. Sie sind das Ergebnis sozialer und politischer Auseinandersetzungen und damit auch das Abbild der jeweiligen gesellschaftlichen Zustände und Machtverteilungen. Demokratie und die viel und oft beschworene Freiheit sind kein Besitz, kein Eigentum, kein Privileg, das man erreichen oder erlangen kann. Das Grundgesetz erzählt von dieser Fragilität. Seine Verfasser wussten nicht, was kommt, aber sie wussten, wo sie herkamen. Aus dieser Erfahrung haben sie ein Gefäß geschaffen, in dem tatsächlich etwas wachsen kann. Und in vielerlei Hinsicht ist die deutsche Geschichte nach 1945 eine Glücksgeschichte, aber eben auch eine Geschichte von Kleinmut, Angst, Aufrüstung, Einschüchterung in Ost und West. Wir sollten uns nicht dem Trugschluss hingeben, irgendwo angekommen zu sein. Demokratie ist nie bequem, sie ist nach wie vor eine Utopie, ein anstrengendes Unterwegssein. In dieser Ungesichertheit liegt ihre Freiheit, aber eben auch ihre Anfälligkeit. Wir sollten im Hinterkopf behalten, dass es nicht nur Terroristen oder Regime und ihre diktatorischen Ausformungen sind, die Pluralität bedrohen, sondern auch verbreitete Tendenzen wie Profitgier, Geschichtsblindheit und mangelnde Selbstreflexion. Demokratie nämlich braucht kritische Künstlerinnen ebenso wie Medien, die sich als Kritiker der Macht begreifen, nicht als Machtinstanzen. Sie braucht Transparenz statt Hinterzimmer. Sie braucht Bildung als Voraussetzung für kritisches Bewusstsein. Dass so viele Menschen Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten als Zufluchtsort vor Diktaturen, von sozialer und politischer Enteignung, vor Krieg und Hunger aufgesucht haben, zeigt, dass viele dieser Werte hier zu einem gesellschaftlichen Gut geworden sind. Dass genau diese Werte es sind, die angegriffen werden. Zeigt, wie gefährdet und schützenswert eine kritische Öffentlichkeit ist. Die positiven Veränderungen in Deutschland der letzten Jahrzehnte basierten auf Schritten vorsichtiger gesellschaftlicher Öffnung und Horizonterweiterung. Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie viele Menschen mit teils hilflosen Gesten zum Ausdruck bringen wollen, dass sie nicht länger ein exklusives Volk der Deutschen sein wollen, sondern eine moderne, offene Gesellschaft der unterschiedlichen Narrative.
Andererseits erleben wir derzeit in Deutschland Pogrome nicht dagewesenen Ausmaßes. Wir schaffen es hier nicht, uns selbst vor rechten Terroristen zu schützen. Zum ersten Mal in der Geschichte der BRD gibt es einen zweiten Untersuchungsausschuss, meine Damen und Herren, zum Thema NSU. Wer verfolgt ihn von Ihnen? Wir empfinden nach wie vor die Ankommenden als die Fremden und nicht jene, die Flüchtlingsunterkünfte in Brand setzen und damit Stimmung machen. Sie, meine Damen und Herren, sind die Fremden. Sie haben den Aufbruch vom Volk zur Bevölkerung nicht verstanden. Die offizielle Politik unseres Landes ist dafür insofern mitverantwortlich, als sie diesen Aufbruch nicht aufrecht formuliert. Und so kommen Zweifel auf, ob er wirklich gewollt ist. Ich denke, wie die Geflüchteten diese Gesellschaft verändern, hängt genau davon ab, wie sich die Mehrheitsgesellschaft verändern lässt. Ich bin sicher, dass die Bereitschaft dazu größer ist, als es uns die Große Koalition derer weismachen will, die vermutlich verfassungswidrige Asylrechtsverschärfungen unter der Überschrift Fehlanreize vermeiden beschließen. Ich möchte nicht missverstanden werden. Es geht mir nicht darum, naiven Multikulturalismus zu betreiben oder zu predigen. Ich meine all dies im Sinne von Heuss Diktum, dass Demokratie eine anstrengende Sache ist. Es herrscht hier oft eine Sehnsucht nach Abschluss. Wir Deutschen wollen die Vergangenheit bewältigen. Folgt man aber der Präambel des Grundgesetzes, dem Diktum von Heuss, aber auch dem vielbeschworenen Geist der Aufklärung, dann ist Gesellschaft immer als Prozess zu denken, der nie abgeschlossen ist, sondern als permanente Arbeit am Konflikt weiterzudenken ist. Zu bewahren gilt es diesen Geist des Weiterdenkens. Mit der Zäsur von 1990, so scheint es mir, schien für viele in Deutschland etwas erreicht, aber die Arbeit begann damit erst richtig und sie ist noch lange nicht vorbei, nicht abgeschlossen. Gesellschaft ist nur lebendig, wenn sie sich bewegt. Insofern dürfen wir uns als Sisyphos tatsächlich als glücklichen Menschen denken, der das von mir ehrlich geschätzte "Wir schaffen das" der Kanzlerin verlängert über die Dimension der Bewältigung einer konkreten Situation hinaus, hin zu einer gesellschaftlichen Vision. Auch wenn ein bedeutender Sohn dieser Stadt meinte, damit müsse man zum Psychiater gehen, er ruhe in Frieden. Vielleicht muss Deutschland ja wirklich zum Psychiater, um sich davon zu lösen, dass sich Gesellschaft über die manische Suche nach ethnischen Identitäten definiert, hin zu einer Gesellschaft, die das solidarische und streitlustige Zusammenwirken unterschiedlicher Kräfte in einer Bevölkerung bezeichnet. Den Psychiater, der das löst, gibt es nicht. An unserer Identität müssen wir schon selber arbeiten, womit wir bei drittens wären: Identität. Erlauben Sie mir, noch persönlicher zu werden. Meine Großmutter Fatma, Tochter von 1913 aus Thessaloniki remigrierten Farmern, und mein Großvater Davut, Großenkel tscherkessischer Handwerker und Gelehrter, denen die Flucht vor den Massakern und dem Genozid an den Tscherkessen im Kaukasus 1864 gelang, sind beide geboren an der nordägäischen Küste der heutigen Türkei, dem ehemaligen Kleinasien im Südosten der Dardanellen. Zwischen zwei Weltkriegen, als Kinder von Migranten und von Fluchtbetroffenen geboren, verloren sie früh die Kindheit. Nahezu Analphabeten arbeiteten sie hart, um allen fünf Kindern die höhere Schule zu ermöglichen. Eine der viel zitierten migrantischen Weisheiten war: Was du in deinem Kopf und in deinem Herzen hast, kann dir keiner nehmen. Die ersten Jahre meiner Kindheit verbrachte ich bei diesen Großeltern gegenüber der Insel Lesbos, einer Gegend, die wir seit diesem Jahr immer mit den Leichen angeschwemmter Kinder verbinden werden. Edremit, ehemals Adramitiani, liegt zu Füßen des Ida-Gebirges, von dem man sagt, dass seine Berge die Residenz der Götter während des Trojanischen Krieges waren. Zurzeit scheinen gerade dort die Götter verstummt zu sein.
Als Beute der siegreichen Europäer war es in der Mythologie Kassandra, die verschleppt nach Mykene als Prophetin mit Migrationshintergrund, europäische Genealogie der Gewalt, die sich aus der Antike bis in die von Heiner Müller prophezeiten Ruinen der Festung Europa des 21. Jahrhunderts blutig durchbuchstabierte. Ich bin keine Prophetin. Der Ausspruch meiner Großmutter, was du in deinem Kopf und in deinem Herzen hast, kann dir keiner nehmen, aber ist Kern meiner Identität. Sie beschreibt keinen festgefügten Raum, sondern ein Archiv gefasster Erfahrungen. Identität nämlich ist die Kristallisation von Persönlichkeit und Begegnungen. Als kollektiv bestimmtes Gefühl ist sie meistens gefährlich. Der amerikanische Soziologe Arjun Appadurai, mit dem ich vor 2 Wochen am Berliner Humboldt-Universität das Vergnügen hatte, hat hierfür den Begriff der aggressiven Identitäten geprägt. Zitat: Aggressive Identitäten sind fast immer Mehrheitsidentitäten. Sie gründen sich auf Behauptungen über und Forderungen zugunsten einer gefährdeten Mehrheit. Das Selbstverständnis dieser mobilisierten Mehrheiten beinhaltet oft die Vorstellung, dass diese Mehrheit selbst zu einer Minderheit werden könnte, sofern eine andere Minderheit nicht verschwindet. Treffender kann man das, was gerade am rechten Rand der deutschen Gesellschaft stattfindet, nicht beschreiben. Appadurai zeigt auf, wie diese Identitäten produziert werden. Zum einen sind sie das Resultat einer Verknüpfung von Nationalstaat mit Ethnos. Zum anderen reagieren sie auf die Auflösung dieser Nationalstaaten durch die Globalisierung. Die Erfahrung, dass die transnationale Kommunikation unserer Gesellschaften nicht mehr aufzulösen ist, verknüpft sich mit einer aggressiven Suche nach der einen Identität und der einen Heimat, die so nur über Ausschluss und Abgrenzung konstruiert werden kann. Wie verändern aber die Geflüchteten die nationale Identität in Deutschland? Der Satz meiner Großmutter erzählt davon, dass Identität nicht verloren gehen kann, weil sie etwas Individuelles ist, das jedem selbst angehört. Soziale Identifizierung ändert sich dabei auch ständig im Verlauf eines Lebens. Nationale Identitäten aber sind politische Narrative, meine Damen und Herren. Sie werden gebildet. Die letzten 60 Jahre Zuwanderungsgeschichte haben in diesem Sinne die Identität Deutschlands verändert und geprägt. Mir fällt kein Beispiel ein, wo dies dem Land Schaden zugefügt hätte. Niemand wird zur Tscherkessin gemacht, weil er mit mir spricht. Türkisch ist nicht Amtssprache von NRW geworden. Der Christkindlesmarkt in Nürnberg ist kein Basar und wird keiner werden. Gleichwohl aber sind die Erzählungen zugewanderter, bereichernder Teil eines kollektiven Gedächtnisses hierzulande geworden und können es noch viel mehr werden. Durch Yael Ronens Theaterstücke ist der Nahostkonflikt als Neuköllner Realität sichtbar geworden. Durch die Erzählungen von Isaac Bashevis Singer ist das vertriebene Erbe der Kultur osteuropäischer Juden Teil der amerikanischen Identität geworden. Durch Gerhard Hauptmann wurden die schlesischen Immigranten Berlins zu einem Teil der kulturellen Identität der Stadt. Wie? Und jetzt kommen wir zu Punkt 4, dem letzten Veränderung. Werden sich also nun Gesellschaft, Identität, Bevölkerung in Deutschland weiter verändern? Die Geflüchteten, ihre Anwesenheit, ihr Protest stellen zunächst eines heraus, dass dieses Land Veränderungen bedarf, meine Damen und Herren. Niemand, der von Flucht betroffen ist, kommt hierher mit dem Gedanken, so, jetzt werde ich mal Deutschland verändern. Die angstbesetzten Debatten einerseits, der Graben zwischen engagierter Bevölkerung und offizieller Politik andererseits, zeigen aber, dass wir die Verständigung darüber, was wir in dieser Gesellschaft für wichtig halten, zu lange nicht geführt haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die derzeitige Situation nicht ahistorisch betrachten. Uns wird ein Ausnahmezustand suggeriert, die Vokabeln von Naturkatastrophen werden benutzt, um die aktuelle Zuwanderung von Krieg, Terror und Fanatismus bedrohter Menschen zu einem nur schwer zu bewältigenden Unheil zu machen, das über dieses
Erfolg kommt. Ohne die Anstrengungen und Überforderungen, vor denen viele Verantwortliche in Kommunen und Behörden derzeit stehen, kleinreden zu wollen. Deutschland hat sich durch Zuwanderung in den letzten 60 Jahren verändert. Es hat sich gewandelt von einer schuldbeladenen Nation der Deutschen zu einer modernen Gesellschaft mit einer Bevölkerung unterschiedlichster Hintergründe, wie man so sagt. Dass dieser ethnische und/oder religiöse Hintergrund hier immer noch so wichtig ist und die Konstruktionen von Bindestrich-Identitäten, wie in meinem Falle deutsch-türkisch, das Zerkesch wird unterschlagen, als wäre damit irgendetwas Relevantes gesagt, das alles sind Reste auf dem Weg eines langen Wandlungsprozesses. Wenn in Zukunft in Deutschland neben Deutsch in seinen Dialekten Englisch und Türkisch auch Arabisch zu einer relevanten und vielgesprochenen Sprache wird, dann wird das nicht nur die mehrsprachigen Menschen befähigen, wie mein Großvater sagte, eine Sprache, ein Mensch, sondern die Gesellschaft verändern im Sinne einer Bereicherung und Erweiterung, so wie es Wittgenstein formulierte, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Verglichen mit den Veränderungen, die auf die Bundesrepublik im Kontext von Globalisierung und Vernetzung der Welt zukommen, dieser Welt, sind die Veränderungen, die von ein paar Millionen Geflüchteten in diesem Land ausgehen, nicht der Rede wert. Wir dürfen nicht zulassen, meine Damen und Herren, dass die Sorge vor einer ungewissen Zukunft auf die sogenannten Fremden projiziert wird. Keine Transitzonen, keine Stacheldrähte, keine Frontex-Schiffe können Deutschland mehr heraushalten aus einer globalisierten Welt der Waren und Konflikte. Die Position unseres Landes in diesem weltweiten Prozess aber muss permanent neu beschrieben und diskutiert werden. Es wäre mehr als ein Verlust, wenn diese Diskussion ohne die Bevölkerung geführt würde, die in den letzten 60 Jahren bis hin zum letzten Tag hinzugekommen ist. Zusammenfassend kann ich vielleicht sagen, es wird kein neues Volk geben. Es könnte aber an die Stelle der gar nicht so alten, aber sich althergebracht gerierenden Volkstradition ein anderer Begriff an Bedeutung gewinnen, der einer Bevölkerung, die sich nicht mehr identitär, sondern solidarisch definiert. Das sich definiert über die Zugehörigkeit zu der politischen Idee einer Republik freier Bürger, die Freiheit als eine Arbeit an einer solidarischen Gesellschaft auffassen. Die Geflüchteten werden diese Veränderung nicht herbeiführen. Sie werden Deutschland nicht erlösen von seiner Identitätsfixierung. Aber sie werden vielleicht die Selbstwahrnehmung dieser Gesellschaft verändern. Dazu brauchen wir alle Mut. Besonders nach den Anschlägen der letzten Zeit in Paris ebenso wie in Beirut und in Ankara. Der Raum von Pegida ist der Raum unserer Angst vor Veränderungen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn zumindest verkleinern können. Die Zivilgesellschaft hat diesen Mut bereits in Aussicht gestellt. Ihn gilt es politisch zu stärken. Und da, wo er dem Kleinmut zu weichen droht, gilt es, die Aufrechten zu unterstützen. Vielleicht ist es gerade nicht die Zeit für Visionen, aber es ist immer die Zeit, einen Ort zu schaffen, an dem Visionen möglich werden. Warum sollte Deutschland nicht ein solcher Ort für viele Menschen aus der ganzen Welt sein? Ich möchte zum Abschluss Hrant Dink zitieren, der Journalist und Herausgeber der armenischen Wochenzeitung Agos, der das Prinzip einer offenen Gesellschaft bis zu seinem Tod durch ein feiges Attentat 2007 in Istanbul verteidigt hat. Für sein Engagement war er im Jahr zuvor hier in Hamburg mit dem Henri-Nannen-Preis für Verdienste um die Pressefreiheit ausgezeichnet worden. Seine Freiheit konnte sich leider nicht auf die Solidarität eines Rechtsstaates berufen. In fast allem möchte ich mir in Hrant Dink ein Beispiel nehmen, der sagte, wo die Angst herrscht, ruft sie auf allen Ebenen der Gesellschaft Widerstand gegen die Veränderung hervor. Je mehr sich manche Menschen nach Offenheit und Aufklärung sehnen und dafür arbeiten, desto mehr bekämpfen andere
kämpfen andere für die Aufrechterhaltung der geschlossenen Gesellschaft. Wir stehen derzeit an keinem geringeren Scheideweg in Deutschland wie in weiten Teilen Europas. Wir entscheiden jetzt, ob wir den gespensterhaften Wiedergängern von Nation und Religion nachgehen oder ob wir eine offene europäische Republik vor Augen haben. Diese Konferenz ist ein Raum für eine solche Selbstverständigung in ökonomischer, sozialer, bildungs- und gesellschaftspolitischer Hinsicht. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie zur Inspiration für eine angstfreie Begegnung zwischen Ihnen und die, die Sie multiplizieren, dienen möge und danke allen für die Aufmerksamkeit.